Zuletzt bei Stranded Deep. Oh, wer bist du denn? Hallo, Mr. Krabs. Wie geht's Ihnen, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Au! Ja, er hat's gespürt. Ich auch. Und so geht's jetzt weiter. Ein neuer Morgen. Das sieht ja noch ziemlich dunkel aus. Geschlafen haben wir doch aber, oder? Geschlafen haben wir, denn das Feuer geht fast aus. Okay, ich lasse es aber wahrscheinlich mal ausgehen, weil aktuell hoffe ich, dass es gleich Tag wird. So, setzen wir uns hier mal hin und schauen uns... Alter, wie schön. Boah, Leute, wie fett ist das bitte? Jetzt mal ganz ehrlich. Alter, wie schön. Boah, ich könnte hier stundenlang sitzen, wirklich, Leute. Boah. Ist das schön. Aber wir müssen weitermachen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, baue einen Wasserdestillator oder Destillierer. So, wie baue ich den denn? Gucken wir mal hier rein. Okay, den müssen wir bauen. Wir brauchen Palmbeete, Schnur, Stück Stoff, drei Steine haben wir schon und wir brauchen irgendwas mit einer Kokosnuss. Wie baue ich das denn mit der Kokosnuss? Wir müssen erstmal irgendwie noch herausfinden, wie wir hier diese Kokosflasche herstellen. Das wird wahrscheinlich meine Tagesaufgabe sein. Ich frage mich, was da hinten ist. Das sieht aus wie ein großes Schiff oder so. Hier sind auch noch Wracks, also wir können auch die Unterwasserwelt noch betauchen und so. Also seid da mal noch gespannt. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wie wir aktuell... Ich nehme erstmal hier so ein bisschen Kleinkram noch mit. Wie wir eine Kokosflasche bauen können. So, Tag 1 haben wir überlebt, auch wenn ich beim Kokosnüsse-Sammeln jetzt ein paar Mal auf die Fresse gefallen bin und dadurch ein bisschen Leben verloren habe. Aber ist nicht ganz so schlimm. Hungertechnisch sieht es ganz gut aus. Ich hau mir hier noch die Kokosnuss rein. Und dann würde ich mal meinen, ich schmeiße hier mal so eine Kokosnuss ab und nehme mal hier wieder mein Messer ist kaputt, oder? Bauen. Ach du Heilige. Guck mal, ich kann ja noch hin und her switchen. Ja, das muss ja mal einer wissen. So, ich brauche Schnur und, ich brauche sogar eine Dingskokosnuss. Okay. Alles klar. Dann hau ich mir das erstmal hin. Was gibt's hier noch? Aloe-Salbe. So. Okay, ich habe erstmal gerade ein bisschen mein Lager sortiert. Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde mal ein bisschen... Ich weiß, mein Nahrung und auch meine Gesundheit ist jetzt nicht die beste, aber ich werde jetzt mal ein bisschen in den Wracks hier rumtauchen, einfach in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo in den Wracks vielleicht irgendwie eine Schnur oder so finde. Kann ja alles sein. Da ist zum Beispiel hier eine Kiste drin in dem Boot. Guck mal hier, die nehmen wir doch mal mit. Und dann ist ja da auch ein kleines Wrack. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Muss mal aufpassen, dass ich mich an den Korallen ja nicht schneide. Oh nein. Oh, ein Rochen. Das darf mich nur kein Hai kriegen. Oh, eine Lampe. Die nehme ich mit. Und Metall, okay. Ich nehme erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Ich glaube, mehr liegt hier auch nicht rum. Oh, Schildkröten. Hoch komme ich hier? Ja, okay. Gut, ich bin auf dem Wrack. Da hinten ist noch eine Insel. Okay, leider keine Schnur. War also nicht ganz so das, was ich mir erhofft. Alter. Wie cool. War nicht ganz so das, was ich mir erhofft habe, aber... Ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen was gefunden. Und wir haben noch nicht in die Truhe geguckt. Vielleicht ist da noch irgendwas drin.
So, dann gucken wir hier nämlich mal rein. Oh, eine Leuchtpistole. Eine Fackel. Das ist zwar eine Taschenlampe, aber okay. Und nochmal ein Transport mit der Elektroeinheit. Okay, lass mal auch erstmal alles drin. Wir gucken mal weiter. Denn hier waren ja noch ein paar mehr Fracks, wenn mich nicht alles täuscht. Und die suchen wir jetzt mal weiter ab. Wie sieht's denn aus? Okay, wir überleben noch ein bisschen. Da hinten ist auch noch ein Frack. Die zwei haben wir uns ja gerade angeguckt. Da ist auch noch eins. Und da scheint auch noch irgendwas zu sein. Und das scheint auch ein bisschen größer zu sein eventuell. Wir gucken erstmal zu dem Frack hier. Vielleicht haben wir Glück und wir finden irgendwo Schnur, weil ich weiß nicht, ob diese Palmsetzlinge auch nachwachsen. Oh, der ist aber ganz schön auf Riff gelaufen hier. Oh, Nemo. Okay, rein kommen wir schon mal sehr gut. Fitness haben wir auch verbessert. Ja, täglich schwimmen ist gut. So, was haben wir hier? Oh, was soll ich jetzt? Nein! Nein! Oh nein, ich habe mein Stein-Dings weggeschmissen. Toll. Weil ich die Taste falsch... Oh, ein Fernglas, Fackel und Leder. Okay, nehmen wir mit. Sauerstoffflasche, Laterne. Ich nehme auch hier wieder den Koffer mit. Sonst noch irgendwas hier? Ich habe mein Stein-Dings jetzt weggeschmissen, ich Idiot. Na gut, was soll's. Kommt man hier noch ins Schiff? Also, Alliop! Gibt es hier vielleicht noch eine untere Etage, in die man rein kann? Ich muss aufpassen, nicht, dass mich hier gleich ein Hai angrabbelt. Okay, hier geht's nicht rein. Alter, was bist du denn? Okay, weiter rein scheint es hier nicht zu gehen. Oh, doch. Es geht doch noch weiter rein. Kompass, okay. Aber mehr ist hier nicht. Oh oh. Luft holen. Okay. So, weiter runter ist wahrscheinlich hier nichts mehr, okay. Da war gerade ein mega großer Fisch. Und da ist auch noch irgendwas. Oha. Oha. Das ist ja, bisschen was Größeres hier unten. Oh oh, ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich muss ganz dringend nach oben. Schnell. Oh. Puh. Halleluja, kann ich auch stehen? Jo, kann ich. Ich muss auf Haie aufpassen. Ich habe sonst ein mordsjämmerliches Problem, wenn ich die aus den Augen verliere. So, ist hier noch irgendwas? Leider nicht. Gibt's hier noch irgendwo einen Eingang? Leider auch nicht. Okay, da müsste auch noch irgendwas sein. Okay, hier liegt auch noch ein großes Schiff. Das lasse ich jetzt aber mal aus. Alter, ich finde es richtig unheimlich, hier zu tauchen, weil ich mega Angst vor Haien habe. Und allgemein, ich finde Meere sehr, sehr angsteinflößend. Also ich finde wirklich, das Meer ist mit auf der Welt so das angsteinflößende, was es überhaupt gibt, finde ich. Also wirklich. Auch wenn die wunderschön sind, die Meere, und auch die Haie wunderschöne Tiere sind, die immer, ja, viel zu schlecht gemacht werden. So habe ich trotzdem meinen allergrößten Respekt vor diesen Tieren und vor der Unterwasserwelt und bin deshalb auch immer, naja, sagen wir mal, nicht ganz so bemüht, da drauf zu gehen, sag ich mal. So. Wir müssen jetzt mal die Axt wieder aufheben. Wir müssen jetzt mal ein paar Kokosnüsse hier spalten. Trinken und trinken. So, gut. Oh! Oh!
Das werde ich nicht mehr an den Mund nehmen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Durchfall. Statuseffekte Durchfall. Oha! Ich muss Wasser finden, ja, sag ich ja. Und wenn ich jetzt auch noch mit Durchfall durch die Gegend laufe, na dann Brustmahlzeit. Da habe ich ja ein richtiges Problem. Leer trinkbare Kokosnuss, okay. Dann, ja. Dann ist vorbei, würde ich sagen. Oh mein Gott. Mein Haushalt, ach du Schande. Habe ich hier irgendwie ein Rationspack oder so vielleicht hier drinne? Was ist das hier? Floßlager. Ration, eine Dose mit... Oh ja, die nehme ich einmal mit. Und dann, hau ich mir mal schnell so eine Ration rein. Puh, mein lieber Herr Gesangsverein, das war jetzt aber nochmal... Das ist nochmal bremslich jetzt ausgegangen. Huiuiuiuiui. Das Lagerfeuer ist ohne Brennstoff. Na schön. So, nachdem ich das Lagerholz gesammelt habe, schmeiße ich die Axt weg. Nein, nehme ich das Holz. Fülle das damit erstmal schön auf hier. So, gucke. Und dann kann ich nämlich hier... Ich Idiot. Dann kann ich hier die Anzündhölzer nehmen. Und kann hier das Feuer erstmal wieder anmachen. Ja, reibe, reibe, reibe. Brenne, brenne, brenne. Sehr gut. Fitness ist aufgestiegen. Sehr, sehr gut. Und wir können jetzt hier ja, die Nacht wieder verbringen. Ich glaube, morgen wird ein anstrengender Tag. Eieiei. Genießen wir das Feuer. Und wärmen uns etwas auf. Eureka. Bis morgen, Freunde. Bis morgen.